Heute schauen wir uns die Charaktere und die Agenten von Rome Total War 2 an. Beginnen wir mit den Generälen. Wie in den Basic Tutorial schon erwähnt, kann man die Streitkräfte in der unteren Leiste rekrutieren. Im unteren Bereich könnt ihr zwischen einer Armee, Flotte und Vermächtnis auswählen. Vermächtnis bedeutet, dass man eine alte gefallene Armee und deren Level wiederbeleben kann. Zunächst wird aber erst ein General ausgewählt. Hier ist zunächst das Profil wichtig, denn die Farbe des Rahmens zeigt seine Familie oder Parteizugehörigkeit. Warum das wichtig ist, habe ich beim Tutorial zum Bürgerkrieg erklärt. Im Profil kann man auch bei den Sternen sehen, welche Skills der Politiker hat. Hat man nun den General seines Vertrauens gewählt, kommt eine Auswahl an Generalseinheiten. Je besser eure Militärgebäude sind, desto mehr und bessere Leibwachen könnt ihr euren General geben. Kommen wir jetzt zu den Armee-Interface. Ganz links findet man die Stellung. Da kann man zwischen Gewaltmarsch, Plündern, Hinterhalt, Befestigen oder keine Stellung auswählen. Gewaltmarsch erhöht die Bewegungsreichweite der Armee drastisch, hat aber auch große Mali, die alle aufgelistet sind. Beim Plündern ernährt sich die Armee quasi von dem Land und den Städten und erleichtert eure Kassen, auf Kosten des Landes, auf denen sie steht. Der Hinterhalt ist eine Gefechtsform, bei dem der Feind in einen Tross marschiert und ihr ihn von allen Seiten angreifen könnt. Beim Befestigen baut ihr euch ein Marschlager mit Türmen und der Gegner muss wie bei einer Stadteroberung das Lager erobern und euch vertreiben. Als nächstes kommt die Armeeanzeige und danach die Details. Hier kann man den Namen und das Emblem ändern. Die erste Seite gehört der Armee. Die Traditionen sind die Skills bzw. die passiven Boni, die mit dem Level der Streitkraft steigen. Es gibt sehr viele verschiedene Traditionen, die ihr einfach durchlesen könnt. Die Boni gehen von Waffenschaden bis Moral über Bewegungsreichweite und Verteidigungsmaßnahmen. Jede Tradition kann bis zu dreimal gelevelt werden und bekommt mit jeder Stufe bessere und/oder mehr Boni. Das dreimalige Aufleveln der Skills gibt's überall bei den Charakteren und bei den Armeen. Die zweite Seite gehört dem General. Hier sind Level, Alter, Ehrgeiz und Gravitas sowie Eigenschaften, Haushalt und die Fähigkeiten aufgezeichnet. Zu den einzelnen Sachen habe ich schon im Tutorial zur Politik etwas gesagt. Die Fertigkeiten sehen wir uns jetzt aber genauer an. Hier gibt es drei Skillbäume: Kommandant, Stratege und Philosoph. Oder in manchen Fraktionen auch Krieger. Jeder Skill kann wie die Tradition der Armee, wie gesagt, bis zu dreimal aufgelevelt werden. Der Kommandant konzentriert sich auf die Rekrutierung und Moral der Armee, zum Beispiel höhere Rekrutierungsränge, Schaden und weniger Kosten. Auch kann er in der Schlacht die Moral heben und vieles mehr. Aber dazu im nächsten Tutorial mehr, wenn es um die Gefechte geht. Der Stratege geht eher auf Bewegungsreichweite, geringere Unterhaltskosten, bessere Heilung und Hinterhalte. Er hat gute Boni für die Städte und für Verteidigungsgefechte. Der Krieger geht genau in die andere Richtung. Er hat sehr gute offensive Boni und starke Skills im Gefecht. Die letzte Seite gehört dem Agenten, wenn ihr einen der Armee zugewiesen habt. Man kann jeden Agenten zu einer Armee zuordnen, Spion, Würdenträger oder Streiter. Alle haben ihre Vorteile und können sich an eure individuelle Spielweise anpassen. Die Spione sind normalerweise unsichtbar, können aber durch gegnerische Spione und Skills aufgedeckt werden oder wenn ihr eine Aktion gegen den Feind startet. Er kann den Feind ausspionieren, Unruhe stiften, stehlen und großen Schaden an Feind machen, zum Beispiel Generäle töten, was ein unglaublich heftiger Skill ist. Auch ist der Spion eine perfekte Waffe gegen andere Spione. Der Würdenträger verbreitet eure Kultur, kann die Wirtschaft und öffentliche Ordnung pushen oder bei den Gegnern genau das Gegenteil bewirken. Die Streiter sind für die militärische Ausbildung und beeinflussen die gegnerischen Truppen. Auch können sie plündern und Sklavenaufstände provozieren und vieles mehr. Alle Agenten können Armeen zugewiesen werden und alle haben spezielle Skills für die Armee. Ich werde auch hier nicht auf jeden einzelnen Skill eingehen, da diese auch sehr gut beschrieben sind und eigentlich alles erklärt wird. Ein paar Tipps will ich euch aber noch mitgeben. Zuerst der Spion. Je länger das Spiel dauert, desto wichtiger wird ein Agent,
der die gegnerischen Agenten aufhalten kann. Ihr braucht also einen Attentäter und hier ist der Spion der Beste. Zwar braucht man etwas, bis man den Skill Attentat freischaltet, aber bis dahin kann man schon alles für eine Assassine vorbereiten, dass er also quasi 100% tötet. Im Early Game ist er vor allem für das Stehlen gut. So könnt ihr die gegnerischen Garnisonen und Armeen sogar bis zum Minimum dezimieren und eure Expansion erleichtern. Den Würdenträger benutze ich außerhalb der Armee eigentlich nur, um die eigene Wirtschaft und Bevölkerung zu verbessern. Er ergänzt aber die Armee sehr gut mit seinen Verwaltungsfähigkeiten. Den Streiter benutze ich ausschließlich für die Armee, auch wenn er einige interessante Skills außerhalb der Armee hat. Aber die Boni auf die Einheiten und vor allen Dingen der Push auf die Einheitserfahrung ist für mich wichtiger. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Charaktere von Total War 2 gefallen und dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet. Wenn ihr mehr Tutorials sehen wollt, besucht meinen Kanal. Da gehe ich auf die Basics, die Gefechte und die Taktiken ein. Auch gibt es viele Folgen, in denen man auch sehr viel über das Spiel und ein bisschen über die Geschichte lernen kann.